Zuschauerinnen, geschätzte Zuschauer. Ich begrüße Sie zum ersten Online P60 Nachmittag. Heute feiern wir ja den Dreikönigstag. Vielleicht sind Sie heute für einen Tag Königin oder König. Sie können herrschen und regieren, befehlen, wie es Ihnen gefallen würde. Der Weihnachtsgeschichte entnehmen wir, dass sich drei Könige aufgemacht haben und dem Stern gefolgt sind. Sie haben im Stern die Geburt von einem neuen König deutet. Am Ziel angekommen, haben der Kaspar, der Balthasar und der Melchior die heilige Familie im Stall in Bethlehem besucht, den neugeborenen König abbettet und ihre Geschenke überreicht. Ich bin weder ein Weiser noch ein König. Mein Name ist Jürg Andrin Hermann und bin lediglich der Diakon von der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Rapperswil-Jona. Ich heiße Sie herzlich willkommen zuhause an den Bildschirm. Eine russische Legende beschreibt aber, dass noch ein vierter König sich mit diesen drei auf den Weg gemacht hat. Aber seine Reise ist ganz anders verlaufen. Der Hans-Peter Aschma und ich werden Ihnen heute die Legende vom vierten König vorlesen. Die Lesung wird unterbrochen und umrahmt sie mit Musik von Davide De Zotti und Bilder illustrieren die Legende. Jetzt wünsche ich Ihnen einen besinnlichen Nachmittag. Die Legende vom vierten König. Wisst ihr auch, dass nicht drei, sondern vier Könige aus dem Morgenland aufgebrochen waren, um den König der Menschen anzubeten? So erzählt es eine alte russische Legende. Auf vier verschiedenen Wegen kamen sie gezogen, und jeder trug das Köstlichste seines Landes. Leuchtendes Gold der eine, süßen Weihrauch der andere, herrliche Myrrhe der dritte und der vierte und jüngste drei Edelsteine von unschätzbarem Wert. Der geheimnisvolle Stern zog ihnen voran, und rastlos folgten sie ihm. Sie kannten nicht Tag noch Nacht, nicht Hunger und Durst. Blind waren sie für die Schönheit der Erde, taub für die lärmende Pracht der Städte. Die Wüste fürchteten sie nicht. Die Sonne selbst konnte ihnen nicht schaden, sie suchten ja ihn, nachdem ihr Volk seit 1000 Jahren ausgeschaut hatte, den König der Könige, den Erlöser. In keinem brannte die Sehnsucht, Gott zu schauen, so wie in dem jüngsten der reisenden Könige. Er ritt zuletzt ganz in seine Wunschträume versunken. Da, auf einmal vernahm er ein Schluchzen, so zwingend und bitterlich, dass er aus allen Träumen aufgerissen war. Im Staub sah er ein Kind liegen, nackt, aus 5 Wunden blutend. So seltsam fremd und zart war dies Kind und ohne jede Hilfe, dass er es in heißem Erbarmen behutsam aufs Pferd hob. Langsam ritt er ins Dorf, durch das sie eben erst gekommen waren, zurück. Die drei anderen Könige indessen
hatten nichts gemerkt. Sie zogen unentwegt dem Sterne nach. Im Dorf kannte niemand das Kind. Der junge König aber hatte es so lieb gewonnen, dass er es seiner guten Frau zur Pflege gab. Aus seinem Gürtel holte er den einen Edelstein und vermachte ihn dem Kind, damit so sein Leben gesichert sei. Dann aber trieb es ihn fort, die Gefährten und den Stern, den er verloren hatte, zu suchen. Er fragte die Menschen nach dem Weg, den die fremden Könige genommen, und, o Freude, eines Tages erblickte er den Stern wieder und eilte ihm nach. Doch seltsam, so sehr er sich sehnte, den Heiland der Welt zu finden und vor ihm niederzuknien, die Not des Kindes hatte ihn hellhörig gemacht für alle Not. Und sie ließ ihn nicht mehr los. Führte ihn durch eine Stadt. Ein Leichenzug begegnete ihm. Hinter dem Sarg schritt eine Frau mit ihren Kindern. Äußerste Trostlosigkeit sprach aus ihren Zügen, und in Verzweiflung klammerten sich die Kinder an ihre Mutter. Da stieg der König vom Pferd, denn er sah wohl, dass nicht allein die Trauer um den Toten solchen Schmerz hervorgerufen hatte. Den Mann und Vater trug man zu Grabe, und vom Grabe weg sollten die Frauen die Kinder als Sklaven verkauft und auseinandergerissen werden, weil niemand für die Schuld aufkommen wollte. Von Mitleid übermannt entnahm er dem Gürtel den zweiten Edelstein. Er lag ihm auf der Hand und die Sonne ließ ihn funkeln und leuchten. Dem neugeborenen König war er zugedacht, doch mit einer raschen Bewegung legte er ihn in die Hand der trauernden Witwe. Bezahlet, was ihr schuldig seid, und kauft euch Haus und Hof und Land, damit ihr und eure Kinder eine Heimat haben. Sprach's, schwang sich aufs Pferd und wollte dem Stern entgegenreiten. Doch dieser war erloschen. Tage und Wochen lang suchte und forschte er. Eine große Traurigkeit befiel seine Seele. Zweifel quälten seinen Geist. War er wohl seiner Berufung untreu geworden? Und die Angst, nie mehr Gott finden zu dürfen, zehrte an seinem Leibe, bis sein Licht ihm eines Tages wieder aufleuchtete und er mit frischer Kraft und frohem Herzen dem neuen Ziel entgegenstrebte. Er kam durch ein fremdes Land, Krieg wütete dort und Leid, Elend und Blut bedeckten die Erde und die Herzen der Menschen. In einem Dorf hatten die Soldaten die Bauern auf einem Platz zusammengetrieben. Eines grausamen Todes sollten sie sterben. In den Hütten schrien die Frauen im Wahnsinn des Entsetzens und die Kinder wimmerten. Da packte den jungen König das Grauen.
Er hatte zwar nur mehr einen einzigen Stein, sollte er denn mit leeren Händen vor dem König der Menschen erscheinen, doch dies Elend war so riesengroß, dass er auch den letzten mit zitternden Händen opferte, die Männer vom Tode loskaufte und das Dorf vor Verwüstung, die Frauen vor Schändung bewahrte. Traurig ritt er weiter. Sein Stern leuchtete nicht mehr. Seine Seele war im Leid schier untergegangen. Wo war sein eigenster Weg? Immer und immer wieder riss die Not der Menschen ihn vom Ziel zurück. Jahrelang wanderte er, zuletzt zu Fuß, da er auch sein Ross verschenkt hatte. Nichts besaß er mehr. Selber bettelnd durchzog er die Länder, half dort einer alten Frau, die zu schwerer Last zu tragen, zeigte hier einem Schwachen, wie er sich gegen die Übermacht der Stärkeren durchsetzen könne, pflegte Kranke und scheuchte einem halb verhungerten Pferde die lästigen Fliegen fort. Keine Not blieb ihm fremd. Keinem Schmerz, dem er begegnete, konnte er ausweichen. Und eines Tages begab es sich, dass er am Hafen einer großen Stadt gerade dazu kam, wie ein Vater seiner unglücklichen Frau und den klagenden Kindern mit Gewalt entrissen werden sollte. Als Sklave war es, der sich gegen die Tyrannei seines Herrn aufgelehnt hatte. Dafür sollte er auf einem Sträflingsschiff, auf einer Galeere, büßen. Der König bat und flehte so inständig für den armen Menschen, und als alles nichts helfen wollte, bot er sich selber an. Mit seiner eigenen Freiheit, seinem eigenen Leben, kaufte er den Unglücklichen los und stieg nun als Galeerensklave in das Schiff hinab. Es nicht zu schwer, was er sich damit aufgeladen hatte? Sein Stolz bäumte sich auf, als er in eiserne Ketten gelegt wurde. Bisher war er noch nicht gequält worden. Hier war zwischen Verbrechern sein Platz. Dumpf hallten die Schläge durch den Raum, die unaufhörlich den Takt des Ruderns angaben. Angekettet an dies Sträflingsschiff war er bei Sturm oder Kampf dem sicheren Tode preisgegeben. Hatte er nicht sinnlos gehandelt? Ein qualvolles Stöhnen drang aus seiner Brust. In dieser gefährlichen Stunde, da sein Geist sich empören und sein Herz sich verhärten wollte, leuchtete der Stern. Sein Stern, den er wohl nie mehr am Himmel würde sehen dürfen, in seiner Seele auf. Dieses innere Licht erfüllte ihn mit einer ruhigen Gewissheit, dennoch auf dem richtigen Weg zu sein. Getröstet erfasste er die Ruder. Jahre vergingen.
Er vergaß, sie zu zählen. Grau war sein Haar geworden, seine Hände voller Schwielen, müde sein geschundener Leib. Doch sein Herz kannte keine Bitterkeit, denn sein Stern leuchtete ihm immer noch. Aus seinem Gesicht strahlte herzliche Güte. Längst war man auf diesen seltsamen Sklaven aufmerksam geworden. Und was er nie zu hoffen geglaubt hatte, geschah. Man schenkte ihm die Freiheit. An der Küste eines fremden Landes verließ er das Schiff. Arme Fischer nahmen sich seiner für die Nacht an. In dieser Nacht träumte er von seinem Stern, dem zu folgen er als junger Mann ausgezogen war und Heimat und Reichtum verlassen hatte. Eine Stimme rief ihn: Eile dich, eile! Da brach er noch zur selben Stunde auf. Und, oh Wunder, als er in die Nacht hineinschritt, siehe, da leuchtete der Stern vor ihm, und sein Glanz war rot wie die Sonne am Abend. So eilte er und kam an die Tore einer großen Stadt. In ihren Straßen war lärmendes Treiben. Aufgeregte Gruppen von Menschen standen zusammen, immer wieder von Soldaten zum Weitergehen auseinandergescheucht. Viele zogen hinaus vor die Mauern. Der Menschenstrom riss auch ihn mit, er wusste nicht wie. Dumpfe Angst beengte ihm die Brust. Einen Hügel schritt er hinauf. Oben zwischen Himmel und Erde ragten drei Pfähle. Was war das? Sein Stern, der ihn zum König der Welt führen sollte, blieb über dem Pfahl in der Mitte stehen, leuchtete noch einmal auf. Es war, als schrie der Stern und war erloschen. Da traf ihn der Blick dieses Menschen, der da am Pfahl hing. Alles Leid, alle Qual der Erde musste dieser Mensch in sich gesogen haben, so war dieser Blick. Aber auch alle Güte und eine grenzenlose Liebe atmete aus seiner Gestalt, die noch in der Entstellung des Schmerzes schön und voll Würde war. Seine Handflächen von Nägeln durchbohrt, waren eingekrümmt, es leuchtete wie Strahlen aus diesen Händen. Wie ein Blitz durchbebte dem König die Erkenntnis: Dieser ist der König der Menschen. Dieser ist Gott, der Heiland der Welt, den ich gesucht, nachdem ich mich in Sehnsucht verzehrte. Er ist mir begegnet in all den Menschen, die hilflos und in Not waren. Ihm habe ich gedient, indem ich all den Gequälten und Überforderten geholfen habe. Er sank unter dem Kreuz in die Knie. Was hatte er ihm zu bringen? Nichts. Seine leeren Hände streckte er dem Herrn entgegen. Da fielen drei dunkelrote Tropfen des kostbaren Blutes vom Kreuz in die Hände des Königs. Sie leuchteten mehr als jeder Edelstein. Ein Schrei durchbebte die Luft, der Herr neigte das Haupt
und starb. Unter dem Kreuz war der König tot zusammengebrochen. Seine Hände umschlossen die Blutstropfen. Noch im Tode schaute er auf den Herrn am Kreuz. Ein paar Worte zu der Legende vom vierten König. Erstes Motiv von der Suche. Vom Zacharias bis zum Simeon und zu der Hanna gibt es in den Advents- und Weihnachtserzählungen von den Evangelien, wo erst mit der Beschneidung von Jesus wirklich abgeschlossen sind, eine ganze Reihe von verschiedenen Persönlichkeiten. Der vierte König gehört in die Gruppe der Sterndeuter aus dem Morgenland. Auch sie suchen das Neugeborene, aber nicht wie die Hirten, die hören und glauben und sehen, sondern als Beobachter vom Himmel, wo deutet, berechnet, analysiert und dann sucht. Der Stern ist dabei ein Symbol, das zwischen der geistigen und der materiellen Welt vermittelt. Also es hätte gar keinen Sinn, Gott in der materiellen Welt zu suchen, wenn er sich mit der nicht verbunden hätte in der Menschwerdung. Als vierte, letzte und jüngste von diesen vier Königen oder Weisen ist der vierte Repräsentant von diesen suchenden vielen Menschen von heute am nächsten. Ich denke, er ist eine geeignete Identifikationsfigur. Wichtig scheint mir aber auch das Ziel, das die Könige verfolgen. Das ist zwar schon das Finden vom Kind, aber letztlich mit dem Zweck, das Kind anzubeten. Die Huldigung für den neuen König ist quasi das Ziel von allen Zielen und darum ja auch ihre Gabe. Das zweite Motiv ist das von der Nachfolge. Der Weg vom vierten König wird wie von selber zum Weg von der Nachfolge von Jesus. Das sehen wir ja daran, dass er erst beim Kreuz von Jesus endet, der Weg. Seine Suche wird zu einer lebenslangen und intuitiven Suche, quasi eine Suche mit dem Herz. Und wie von selber wird der Weg zu einem Weg von der sich steigernden Werk von der Barmherzigkeit. Verstehen lässt sich die Verbindung von dem Motiv von Suche und Nachfolge in dieser Legende über ein zentrales Wort von Jesus in Markus 8,34 parallel zum Matthäus-Evangelium Kapitel 16, Vers 24 oder Lukas-Evangelium Kapitel 9, Vers 23. Dort sagt Jesus, wer mit mir gehen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Selbstverleugnung. Das heisst eigentlich nichts anderes als das, was der Petrus gesagt hat, wo er gefragt worden ist. Er hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Die Selbstverleugnung fängt an in der christlichen Taufe. Das heisst, mit dem Tod von meinem alten Mensch
wo durch das Kreuz von Christus für Gott gestorben ist und dem Werden vom neuen Mensch im Mitauferstehen und Leben mit Christus. Wenn so mein alter Mensch für Gott mitgestorben, also erledigt ist, dann kann auch ich ihn als nicht mehr existent anschauen bzw. eben verleugnen. Das, indem sich verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen, auch ein Mitleiden und ein Mitopfer bringen mit dem Herr enthalten ist, das ist also auch ein Anteil nehmen an seinem Kreuz, das kommt in dieser Legende schön zum Ausdruck. Und genauso, dass Christus ähnlich werden, wo mit der Steigerung von diesen Werken der Barmherzigkeit sich wie von selber ereignet. Und der Anfang von dieser Selbstverleugnung passiert im Gebet. Also genau in dieser Anbetung, die das Ziel vom Weg der Könige ist. Im Gebet passiert das Absehen vom eigenen und heranschauen bzw. sich ausrichten auf das Du und auf seine Wahrheit und Wirklichkeit für mich selber. Das dritte Motiv ist dann das Finden am Lebensende. Dass die Suche vom vierten König ein Leben lang dauert, das verbindet ihn mit uns, mit unserer eigenen Lebens- und Glaubenserfahrung. Auch die Herzens- und Glaubensgeschichte zwischen Christus und uns selber vollzieht sich in den Erfahrungen vom Angefochtensein und Leiden. Die Erfahrungen teilen wir mit ihm. Wie bei ihm kann Gott als unseren Schöpfer auch unser Leben jederzeit von uns verlangen, wenn er will. Und am Schluss wird er es ja auf alle Fälle so tun. Dass wir unseren Herr im Tod dann einmal definitiv finden werden, so wie es der vierte König in der Legende erlebt. Das ist für uns Trost und Hoffnung zugleich. Liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer, schön, dass Sie heute Nachmittag bei dem Online P60-Nachmittag dabei gewesen sind. An dieser Stelle danke ich Hans-Peter Aschmann für die Lesung der Legende und für seine theologischen Gedanken, die uns im Alltag begleiten. Davide De Zotti möchte ich für die musikalische Gestaltung danken, Christos Papadopoulos für die Produktion mit Bild und Ton. Und zuletzt möchte ich natürlich auch Ihnen danken, dass Sie dabei gewesen sind am PC. Heute Abend 3 können wir miteinander im Gespräch sein, entweder per Telefon oder per E-Mail. Sie sehen gerade die Angaben eingeblendet. Wir hoffen, dass wir im März wieder zum P60-Nachmittag einladen können. Lesen Sie den Kirchenbot, schauen Sie regelmässig auf die Homepage der Kirchengemeinde oder rufen Sie mir oder dem Sekretariat an. Jetzt wünsche ich Ihnen weiterhin einen feierlichen Nachmittag. Bleiben Sie gesund und behüten Sie Gott.